Guten Tag, also ich hätte ein paar Fragen an Sie und meine erste wäre, was haben Sie denn als Kind so gerne gelesen? Ich habe eigentlich fast alles gelesen. Ich habe auch die Bücher von meinen Eltern gelesen und von meinem Bruder und bei meinen Großeltern. Alles, was ich gefunden habe, habe ich auch gelesen. Und was haben Sie am liebsten gelesen? Romane, Krimis? Ja, schon Romane und am allerliebsten Abenteuerbücher. Also so, wo eine große Gruppe von Kindern irgendwas macht, irgendwas findet oder so. Das mag ich auch sehr gerne. Und ich wollte Sie fragen, wie Sie denn darauf gekommen sind, dann selbst Geschichten zu schreiben. Ich habe angefangen, Geschichten zu erzählen, als ich noch nicht geschrieben habe. Dann habe ich meiner Oma erzählt. Und ich glaube, meine Oma mochte die und hat dann gelacht. Und dann habe ich gemerkt, aha, das macht also Spaß, Geschichten zu erzählen. Und als ich dann schreiben konnte, habe ich sie aufgeschrieben. Ja. Und so ist irgendwie mein Beruf draus geworden. Das heißt, ich habe das schon immer gern gemacht. Und was war Ihr erstes veröffentlichtes Buch? Das erste heißt Die Titanic und Herr Berg. Das war für Erwachsene aber noch geschrieben. Also nicht für Jugendliche oder Kinder. Und ich nehme an, auf dieses Buch waren Sie dann besonders stolz. War das so? Nicht mehr als auf die anderen. Also das war natürlich, ist es ein wichtiges Buch. Das heißt, ich habe probiert, kann ich ein ganzes Buch schreiben und das hat geklappt. Aber ich glaube, ich bin immer auf das neue Buch am stolzesten. Also auf das letzte, was ich geschrieben habe. Und was ist das jetzt im Moment? Das ist die Mädchenmeute, das letzte Buch, was ich geschrieben habe. Und das, die kommen mir dann auch immer am besten vor, die letzten Bücher, weil das so noch ein bisschen näher an mir dran ist. Das sieht man hier jetzt auch ganz schön im Hintergrund. Und worum geht es denn in die Mädchenmeute? Das ist nämlich genau so eine Gruppe von Jugendlichen, die dann ein Abenteuer erlebt. Und ich habe gedacht, ich habe so gerne sowas gelesen, aber das waren oft immer Jungs. Und ich schreibe das einfach mal, dass das Mädchen sind. Und die kommen in ein Camp und das Camp ist nicht so toll. Und dann hauen sie dort ab und dann leben sie im Wald. Und dann haben sie da noch 5 Hunde, die haben sie, weil sie ein Auto geklaut haben. Und da waren hinten die Hunde drin. Und dann müssen sie mit diesen Hunden im Wald dann überleben und sich verstecken. Das war so irgendwie was, was ich als Kind gerne gemacht hätte, glaube ich. So ein bisschen länger mal im Wald leben. Und ich wollte immer einen Hund haben. Ich habe mir also ein bisschen meine eigenen Wünsche erfüllt mit dem Buch. Das ist natürlich eine tolle Idee. Vielen Dank für das Interview. Gerne geschehen.